Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Irgendwie Häuser So. platzieren oder so. Fangen wir wieder Ja, an. du siehst ja da oben bei den zwei Mankister, da stehen wie viel. Wo sind hier Monkeys? Da links oben ist da so eine Leiste. Als erstes ist da Holz, wie viel Holz du hast, dann ist wie Ja, viel Nahrung du 1000. hast, wie viel Gold du hast, wie viele Sterne du hast und wie Ja, das viele habe ich schon Leute du verstanden. hast. 4 Ja, von und du 5. hast jetzt 4 von 5. Und ein Haus, wenn du ein Haus baust, hast du für 5 solche Leute Platz. Ach, dann muss ich bestimmt neue Häuser bauen. Ja, und auf diesen ersten Gebäude, was du hast, kannst du draufklicken und kannst dir Einheiten erschaffen. Und wie baue ich neue Häuser? Das ist noch so meine Frage. Auf die Figur raufklicken und dann unten auf den Hammer, ganz links. Und dann kann ich auswählen, welches Haus. Genau. Nee, da gibt es nur ein Haus, eine Mühle, Ja, ich ein baue doch Häuser. Bergarbeiterlager. Und da steht eh immer dabei, für was was ist. Ach, geh. Kann einer auch mehrere bauen? Nee, ne? Ja, sicher mehrere, aber die baut er dann hintereinander. Wenn sie nebeneinander setzt, dann baut er sie hintereinander hoch. Wie viele brauche ich denn? Oh, ich muss jetzt schon erstmal leiser machen, das ist so nervig. Bis zu 500 Leute kannst du machen. Nur mal so nebenbei bemerkt. Du musst da in Zeiten am voranschreiten. Guck mal, ich habe ein Haus gebaut. Soll ich mit meinem Typ da jetzt ein bisschen rumlaufen und erkunden? Mit dem Ja, Pferd. mit einem Reiter. Ja, mach ich schon. Und wenn du auf Punkt klickst, hast du untätige Dorfbewohner und auf Komma hast du untätige Kriegseinheiten. Kannst auch noch mal ein Haus bauen. Braucht man auch eine Mühle? Ja, für Felder. Für Essen Nahrung. und Felder. Das Felder bekommst du Nahrung. Und für diese Bärensträucher da. Die kannst du ernten. Dann sollst du hier eine Mühle hinbauen, wenn das auch klappt. Ich glaube, ich habe kein Holz mehr oder sowas, oder? Die ist rot. Wieso kann ich die da nicht hinbauen? Ja, du kannst nicht überall platzieren. Auf Schwarz kannst du gar nichts platzieren. Ich muss, und irgendwie muss ich noch, ich glaube, auch Bäume holzen, oder nicht? Ja, brauchst auch Holz. Salve? Wieso macht die das jetzt nicht? Bei mir steht. Wieso baut die das Haus da jetzt nicht? Keine Ahnung, so jetzt geht's weiter. Kurz gestockt. Ja, hat gerade geleckt. Jetzt stockt schon wieder. Was ist das denn für ein Dorf im Kack? Hier stehen Hirsche. Muss ich die abschlachten? Musst nicht, kannst aber. Wie denn? Ich kann die so angreifen. Cool. Greift ihn an, greift ihn an. Nee, das ist ein Wildschwein oder was auch immer ist. So, Einheit. Oh, ich bin gleich tot! Das ist ein Wolf. Tötet dich. Scheiße, ich bin gestorben. Okay. Sag ich doch, ich bin der Erste, der stirbt. Für dich braucht man ja gar nicht keine Feinde, du bringst die selbst um. Genau. Und wie kriege ich jetzt einen neuen Typen Ja, auf wieder? dieses erste Haus klicken, auf dieses große. Ja, und dann Dann auf die da. Figur klicken. Dorfbewohner erschaffen oder wie? Genau. Kann ich noch mehr dafür machen? Dann wird er Ja. rausgeschissen. Warteschlange. Großgesüßen. Dann geht's ab. Und da ist er. Ich hab jetzt gerade. Wo sind die denn? Ich sehe keinen. Ach, die werden noch erschaffen. Ja, das ist deine Leiste, wie lange der noch dauert, bis er da ist. Nicht jeder muss dringend aufs Klo. Und dem muss ich jetzt wieder ein Pferd geben. Ich habe aber kein Pferd. Na, den kannst du kein Pferd geben. Der kann nur arbeiten. Da Und gibt's wie ein. kriege ich jetzt einen neuen Typen im Pferd? Da musst du eine Kaserne bauen, also auf die Figur klicken und dann unten Ja, aber da kriegt er ja auf den kein Pfeil. Pferd. Man muss einen Stall bauen. Ja, aber zuerst muss eine Kaserne bauen, um einen Stall bauen zu können. Wo kann ich denn hier eine Kaserne bauen? Wenn du auf einen Kaserne bauen! Typ, genau. Du kannst erst in der nächsten Zeit Reiter stellen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Müsst ihr das halt ein bisschen erkunden. Wer ist das da mit dem. Wer ist blau? Ich? Jetzt kannst du mal sehen, wie scheiße Er kommt dich auslachen. ist. Ich brauche ein bisschen Holz. Wer baut denn hier am besten erstmal Holz ab? Gebäude, Holz und Nahrung wird eines der wichtigsten Rohstoffe werden. ja, wie baue ich Holz ab? Irgendwie muss es doch. Was ist das denn? Auf den Manke und Bergarbeiter, dann Rechtsklick auf den Holzfäller. Baum. Auf Baum, genau. Ich hab schon. Da gibt's Nee, ein Holz. ich hab's jetzt anders gemacht, aber Da gibt's ein egal. Holzfällerlager. Muss ich jetzt auch noch Stein irgendwie finden, aber ich kann jetzt ein. Ich hab jetzt eine Kaserne, was kann ich da jetzt machen?
Da kannst du jetzt Kriegseinheiten raus. Scheiße. Ach, die werden die auch was schaffen. So, ich habe mir jetzt 4 Stück gemacht. Ist halt wie ein Furz in der Hose, aber... besser als wie nix, ne? Jetzt habe ich den Typen wieder. Ja, bitte. Nimmst du schon auf? Ja, ja. Von Anfang an. Lol. Feld neu. Ich kann das irgendwie nicht. Wie funktioniert das denn? Die macht ja gar nichts. Mal schauen, ob wir mit Kobold auch gewinnen. Mit Phil hat es gut geklappt. Ich finde irgendwie schade, dass man in ein laufendes Spiel nicht einsteigen kann. Man sagt, es kommt noch einer dazu und der kann mit einsteigen. Oder wann, so. Macht Computer. Wann macht die Mühle denn neue... Ja, das wäre aber auch unfair, dann hätte er schon alle vorgebaut. Wann macht die Mühle denn neue Felder? Ich habe da jetzt draufgeklickt, irgendwie passiert da nichts. Ja, du musst denen Einheiten. Und wie machen die Leute die Felder bearbeiten? Und wie mache ich den, wie... Ja, auf die Figur dann, auf ein... bauen ein Feld. Auf die Figur, so nah wie möglich an der Mühle. Oder an ein Dorfzentrum. Ja. Wie meinst du denn? Ach, da! Genau neben der Mühle. Machen wir es mal so. Reichen und dann, zwei. Zum Beispiel, wenn du in die nächste Zeit angehst, das ist am Dorfzentrum, da kannst du in die nächste Welt sozusagen, also in die nächste Zeit reisen. Zeit wer ist denn... Ach, das bist du. Und, wenn du das gemacht hast, da kannst du dann zum Beispiel beim Bergarbeiterlager und bei der Mühle dann wieder Sachen entwickeln, damit die schneller abbauen. Bessere Sachen. Bessere Sachen bekommen. Ich glaube, ich erschaffe mal ein paar mehr Leute. Also im Durchschnitt sind so 100 Dorfbewohner gut. Ich weiß gar nicht, wo ich das sehe. Wo sehe ich das nochmal? Oben. Das fünfte von 17 links. 17 von 30. Ja, ich schon mehr als wie ich. Ich habe erst 16. Ich habe 19. Ich habe 14 erst. Ich habe nicht genügend. 16 von 60. Nein, ich habe nicht genügend Nahrung. Was mache ich da jetzt gegen? Felder bauen. Bergarbeiter, Holzfäller, Hafen, Feld anlegen, ihr Haus bauen, Mühle bauen. Ne, gibt's ja gar nichts. Ich habe aber schon so viele Felder. Machen wir halt noch ein Feld. Ja, die Frage ist, ob du die Felder auch richtig angelegt hast. Wieso? Weiß ich nicht. Guck dir das doch mal an. Ja, sind da... Kann ich nicht. Ich kann nicht schauen, was du machst. Sind da die Bauarbeiter am Rumhacken und so, oder? Also die... Hier, die Holzhacken, die sind da am Rumhacken, ja? Ich meine die auf den Feldern. Du hast so ein Holzfällerlager gebaut daneben hin, oder? Ich habe so ein Holzfällerlager, ja. Ah, okay, dann passt. Edgar, was nun? Ich bin jetzt in eine neue Zeit gereist, sozusagen. Achso, Zeit ist vergangen. Warum? Was hast du gemacht? Ja, auf dem Dorfzentrum kann man in die nächste Epoche reisen. Wo geht das denn? Auf dem Dorfzentrum. Nicht genug Nahrung. Ja. Was ist das? Läuten der Dorfglocke. Ja, dann gehen alle ins Dorfzentrum. Das ist, wenn zum Beispiel Feinde kommen und so, kannst du das machen. Scheiße, jetzt hab ich das gemacht, ne? Ja, dann kannst du nochmal draufklicken auf die Glocke, dann gehen sie alle wieder raus. Was ist das, der Sammelpunkt der Sitten? Wie kriegt er mehr Nahrung? Am besten durch dieses Feldarbeit, ne? Ja. Wie viel Nahrung brauchen wir denn? Steht das irgendwo? Ja, 600. Wenn du drauf gehst. 600, ich hab 50. Steht ober die, deiner Balken unten steht dann ein kleiner Text, zum Beispiel Dorfbewohner schaffen in Klammern Nahrung. 500 50. Nahrung. Zwei Gebäude der dunklen Zeit. Genau. Okay, ich hab 60 Nahrung. Irgendwie macht die das eine Fell nicht. Ist sie zu doof dafür oder sollte ich dann noch jemand draufstehen? Keine Ahnung. Sie ist bestimmt zu doof dafür. Genau. Macht die jetzt das andere in dem Feld? Ja, sie macht das. Jetzt arbeiten zwei da. Was mache ich mit den Leuten, die jetzt Ritter sind? Ja, die wirst du brauchen, falls dich der Feind angreift. Ah, zum Glück hat er es nicht. Und dann musst du Mauern bauen? Ja, muss er nicht. Mauern ist noch zu viel für ihn.
Ja, ich mach das zum ersten Mal, was soll ich sagen? Ja, ich sag ja. Wie wir langsam anfangen da. Bis gestern mochte ich das Spiel noch nicht. Jeder kommt da, jetzt kann er sich mein Feld angucken, oder siehst du das nicht? Jawohl. Ihr habt alles. Oh, ihr habt ein Tier erlegt, das habe ich gesehen. Soll ich? Brauche ich noch mehr Häuser? Nee, ne, oder? Weiß ich nicht, das musst du wissen. Ich habe 23 Leute. Und du musst halt auch Gold und Steine zu, ne? Ja, ich kann ja nicht. Ja, dann lade ich mit so einem Typen rum. Ich glaube, ich baue noch ein Holzfällerlager an. Weil da hinten sind viel mehr Bäume. Irgendwo hier muss auch Stein sein. Da ist wieder so ein Kaprilschwein, was mich getötet hat. Kann man die Beeren essen, die da an dem Busch hängen? Ja, die kannst du einsammeln. Dann holen wir so eine Frau und die soll das da machen. Alter, wieso baut ein Verbündeter bei mir ein Kloster? Jetzt geht das schon wieder so los wie damals. Wieso baut denn bei euch... Ich kann auch bei euch was bauen? Oh, ich habe was gefunden. Redstone. Ich brauche was zu essen. Wer braucht was zu essen? Vielleicht dachte ich, krieg was. Das sein ich dachte, das hat jemand bei mir im Spiel gesagt, dir gebe ich nichts. Ich habe selber kein Essen. Weil meistens so bei den meisten Spielen ist es so, ich brauche was zu essen. Ja, dann muss ich irgendwie Essen besorgen. Oh, ich habe Gold gefunden. Geht das auch mit den Bergarbeitern? Ja. Da ist doch gerade irgendwie ein Pferd bei mir gewesen, oder nicht? Ja, was war denn jetzt? Na, ich glaube, ich tue da noch ein Leutchen hin. Kobold ist ganz still, von denen hört man kein Wort. Ist er doch immer jedes Mal. Gott, der Holz. Oh, du musst auch einen Arsch machen. Weil du kannst gar nicht schlagen. Aha. Klaut dein B-Miner seine Reliquie. Ja, was hast du gemacht? Was hat der Typ, was hat er gemacht? Wo bist du überhaupt zu Hause? Du bist ja überhaupt hier weit weg. Ich bin neben meiner. Echt? Andere Insel, also. Habt ihr das auch schon so weit ausgebreitet, euer Feld da? Bei mir habt ihr alle nur so kleine Flecken. Ja, dann musst du, du siehst uns ja nicht. Dazu musst du das nächste Zeitalter und eine Mühle bauen. Eine... Werte. Ein Markt. Ich habe aber erst 230 Essen, also ich pflück mal ein paar Bärchen. Ich habe erst 250 Essen, also muss ich noch ein bisschen warten. Ich habe 1800 Essen. Ich weiß nicht, bei mir ist die Fraps-Zahl im Weg. Aber das Holz braucht voll lange, bis es abgebaut ist, oder nicht? Habt ihr potenzielle Reliquien? Nein. Nein. Nee, du nicht, der Verbündete. Woher kennt ihr die Zahlen denn so genau? Keine Ahnung. Die stehen da oben drin und da auf der rechten Seite bei diesem. Bei dieser Trompete oder was das sein soll. Ach, da. Ist ja lustig. Habt ihr das jetzt auch gehört? Nee. Mach den Tür. Das musst du, glaube ich, herausschreiben auf Enter. Mhm.
Wo schreibt das denn hier raus? Ja, auf Enter drücken und einfach eine Zahl eingeben. Ja, für den Stress. Ja, ach, das zum Beispiel. Ah, was für Stress. Lol, wieso können die das eine Feld nicht machen? Ach, haben die schon abgeerntet oder so. Weiten wir mein Gebiet so ein bisschen aus, oder ist das eher schlecht? Wie man sieht. Wieso machen die das eine Feld nicht mehr? Muss da jetzt ein neues hin? Ach, braches Feld, okay, das erklärt alles. Noch ein braches Feld. Sehen die das nachher wieder an oder wie funktioniert das? Da kommt Wolf weg, da weg, da weg. Nee, da weg, musst da du wieder Rechtsklick drauf machen. Mit dem Figur Rechtsklick drauf. Keine Ahnung. Was mache ich? Der Wolf greift mich an. Was mache ich? Was mache ich? Zurück angreifen? Ja, dann bin ich ja wieder tot. Tja. Da musst du bei dir im Dorfzentrum diesen Webstuhl auch so entwickeln. Das sind die Stärker, die Dorfbewohner. Genau, ja. Ja, ich hab den Wolf verlegt. Ja, wenn du den Wolf schaffst, dann schaffst du den Gegner. Bin ich jetzt aufgestiegen? Weiß ich nicht. Was steht denn oben? Alter, vor der Alter, das sieht sich gerade irgendwo wie so eine Scheiße auf. Ja, dann bist du schon weiter. Eins höher. Achso, nee, das, dann bist du auf dem Weg in die Vorderseite. Wenn das fertig geladen ist, dann bist du erst. Kann ihm jetzt ein bisschen dauern. Wie heilt man die Leute? Gar nicht. Mit einem Mönch. Geht aber erst ab Ritterzeit. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe nicht mehr noch eine Kaserne. Ich auch nicht. Ich schon. Kein Holz. Pech gehabt, gibt's keine Kaserne. Ich hab 1000 Holz. Was habt ihr denn? Eine Kaserne, 4 Ställe. Ich hab alles. Wie viele Leute haben? Ach, nur. 36. 23. Ich kann gar keine erstellen. Was kann man mit Schafen machen? Die liefen ja gerade auch irgendwo rum. Die kannst du auch rumkommandieren sozusagen und dann töten und verarbeiten zu Fleisch. Was mache ich mit den Sachen, die hier rum... Ach, die sind schon vergoren oder so. Keine Ahnung, was immer das ist. Jetzt ist passiert. Jetzt bist du in die Vordeizeit gereist. Was ist jetzt passiert? Oh, das sieht alles ein bisschen anders aus. Genau, in deiner nächsten Zeit. Jetzt kannst du auch mehr Sachen bauen und so. Mieze-Soldat, Speerkämpfer. Oh, erstmal mehr Leute. Nicht genug Nahrung, ey. Das ist ein Schaf. Ein Schaf. Du sollst das Schaf töten. Ich hoffe, das Schaf greift nicht an. Schafkraft. Aber am besten ist das Schaf Nähe von der Mühle platzieren oder so. Was sollt ihr mit dem Schaf? Warum? Ja, weil die Leute dann immer hin und her laufen müssen. Ach, ich soll noch eine Schafweide aufstellen. Ich hab das Schaf. Nee, das Schaf schlachten. Du kannst es nur schlachten. Mehr kannst du damit nicht machen. Blöde Schaf. Wieso kann ich das nicht angreifen? Bin doof dafür. Wie viel Stein habt ihr? 2363. 1900 nur. 2200. Schmiede, bringt eine Schmiede was? 38 reinschreiben und hoffen, dass der Verbündete was für dich übrig hat. Glaube ich nicht, oder? Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe.
Holz und Nahrung habe ich bekommen. Dann braucht man eine Schmiede? Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Ah, jetzt kann ich nichts mehr. Nee. Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. 14 Nahrungseinheiten. Oh, da war viel übrig. Wo steht das? Ja, drück mal Enter, 38 Enter. Scheiße. Oh, 35. 75. Wir reiten gerade die Feinde durch. Oh, mein Gott. Aber hier passiert noch nichts. Scheiße, ich werd angegriffen. Ach, Menno. Ich hab jetzt eine Schmiede gebaut. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen soll, aber ich hab sie einfach gebaut. Ach nee. Scheiße, ich kann mir jemand helfen. Nee. Ich kann dir nicht helfen, ich kann das selber nicht. Ich werd grad abgemordet. Wo bist du denn? Ich sehe bei euch gar nichts. Ich sehe bei euch nur so ein ganz kleines Fleckchen. Ja, da musst du jetzt einen Markt bauen. Marktplatz. Marktplatz, okay. Dann schnapp ich mich dir. Nein, du kannst das nicht, du bist zu doof dafür. Da ist einer. Du kannst den Marktplatz bauen. Ah, die Blauen helfen mir, danke schön. Ah, wo soll der denn hin? Da will ich den doch nicht hin haben. Am besten nah an die Mitte oder den Marktplatz, oder das ist egal. Dann geh egal, wo du in den Post. Oh, ich hab keine. Brauch kleine Häuser, muss ich bauen. Du Scheiß, jetzt kommt die nächste Partie schon. Nein, ich will keinen Schmied. Okay. Ist der jetzt gestorben? Oh, ich habe den Bewohner entfernt. Das geht auch. Ah, so kannst du Häuser und Bewohner löschen. Ich wollte eigentlich das Haus löschen. Was brauche ich eigentlich für den nächsten Aufstieg? Oh, das geht noch okay. Hat jemand von euch eine Burg? Wie baut man denn eine Burg? So, der Marktplatz ist jetzt gebaut. Und was mache ich da jetzt mit? Da gibt's den draufklick und dann gibt's Kategografie. Die oder? Die Frutte der Mare. Kartografie oder so? Genau, das muss dann. Nicht genügend Nahrung. 100 Nahrung wollte für. Dann sammelt Bären. Dummes Schaf. Hey, du kannst noch Bären sammeln. Ah, ich müsste mal neue Felder ansammeln. Komm, noch ein ganz bisschen Nahrung. Ei, ja klar. Schade, Sire, dass ich nichts übrig habe. Okay. Was ist jetzt passiert? Jetzt entwickelt ihr Kartografie, okay? Ja. Und danach, dann siehst du alles, was wir auch sehen. Ruhig. Ich bin voll angegriffen. Ah, obwohl, habt ihr das jetzt schon weit ausentwickelt? Jetzt wäre ich bekehrt, oder was? Was ist das denn da? Wer sind die Blauen? Ich werde auch bekehrt. Und warum habt ihr schon Schiffe? Alter, seid ihr schon weit? Ich... muss mal bei mir schauen. Alter, wieso bauen die Blauen bei mir alles herum da? Ich krieg die Krise. Wie kriegt ihr so viel Nahrung? Ja, Felder. Noch mehr.
Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 Felder. Und wie viele Leute machen das bei dir? 16 Leute. Ja. Eine Person. Eine Person kann ein Feld machen. Ich mache jedem zwei und das klappt. Nee, das klappt nicht. Und was passiert dann? Ja, nichts. Dann macht er nur ein Feld und das zweite lässt er stehen. Also es hat bis jetzt funktioniert? Nein. Sicher nicht. Dann entferne ich das. Ja, mach einfach noch Dorfbewohner und schick sie rüber. Sollen andere Dorfbewohner das Feld übernehmen? Ich habe aber keine Dorfbewohner. Ah, du kannst noch das machen. Ah, cool, jetzt gehen die Blauen voll auf die Roten los. Durch dich durch. Ja, durch mich durch, genau. Ja, aber weiß der Vorteil ist, du hast immer Leute drin, die dich beschützen. Ja, das ist sehr gut. Ich habe nämlich eh noch keine. Kobold wird ja schön haben, den wird wieder kein Schwein angreifen. Kann man irgendwie Bäume löschen? Nein. Ja, indem du sie fällst. Alter, bei mir gehen die Blauen jetzt voll auf die Roten los. Oh, du fällst jetzt den Kackbaum da. Zum Schwertkämpfer weiterentwickeln. Drücken einfach mal. Ich habe 37 Dorfbewohner. Tötet den Feind, tötet ihn. Greifen, was ist das da? Was ist die Reclue oder was das auch immer ist? Was? Wenn du die in das Kloster tust, dann bekommst du Gold dafür. Ja, was ist denn dieses komische? Wie soll ich dann gegen angehen? Mit einem Kloster, da kannst du einen Mönch erschaffen und der Mönch kann die aufheben. Jetzt muss ich ein Kloster bauen. Aber die hat schon Kobold für sich bestimmen wollen. Ja, die Blauen haben bei mir gerade die Reliquie geklaut. Ich kann gar keine bauen, oder? Wie baut man denn ein Kloster? Das geht erst in der Ritterzeit, also in der nächsten Zeit wahrscheinlich. So weit bist du noch nicht. Könnt aber schon Tore bauen. Warum baust du da einen Beobachtungsturm? Wo baue ich einen Beobachtungsturm? Nee, Phil. Phil, Kobold. Langeweile, um eben Typen bei mir zu liegen. Ja, immer bei mir einbunkern. Ach Gott, jetzt kommen in die Blauen zu die Roten und ich werde von den Roten angegriffen. Okay. Ach, geht wieder rein. Ach Gott, ich werde hier voll abgemetzelt. War noch nie als erstes dran. Nein, man irgendwie ist das Spiel voll lustig. Ich muss mal erst einmal sein, ne? Liegen bei euch die Felder auch nachher brach oder lag das einfach daran, dass ich dem einen 2 zugewiesen habe? 2 zugewiesen hast wahrscheinlich. Alter, da stehen alle rum und machen nichts. Gar nichts. Also bei mir machen alle was. Brave Leute. Also ich habe auch eigentlich alle. Ja, der Typ fällt gerade den Baum. Dann sollst du auch den anderen Baum da fällen, der mich da gerade nervt. Und du sollst den Baum fällen. Und du kannst noch ein Feld bauen. So, ich werde schon irgendwo angegriffen. Also, komm her da. Die mit ihrer blöden Burgen da, ey. Klar, blaues Wunderleben. Alter, die Blauen sind von den Roten voll abgemetzelt worden. Ha.
Hab ich genug Gold? Ach du Kacke, ich hab kein Gold. Oh, armes Babylein. Du bist schon in der Imperialzeit, ich kann gleich erst in die Ritterzeit. Ja, Beharrzeit ist die höchste Zeit, wo man rein kann. Ich habe mir jetzt erstmal ein paar hier solche, die noch angreifen können, falls ich angegriffen werde. Hier diese Schwertkämpfer und Speer. Gucken, was jetzt du hier so schönes machst. Hier ausgerein und rausgeht hier. Was? Wie sieht denn jetzt die Mühle aus? Ach, die sieht jetzt hier richtig cool aus. Kommt da keiner mehr rein und raus. Hier vorbei mit Lustig. Schluss mit Lustig. So, ihr drei, was baut ihr denn? Weltwunder. Braucht keiner ein Weltwunder bauen. Eh nicht. Hm, haben wir noch irgendwo Gold? Du sollst den Kackbaum da fällen. Ah, so. Ab wann greifen denn welche an? Mal so eine Frage. Wenn sie Lust und Laune haben. Die haben sie schon angegriffen. Wo haben die mich angegriffen? Ne, mich. So. In welcher Zeit ist Kobold? Ritter. Ah, okay. Da liegt jetzt ein Feld brach. Was mache ich damit? Nichts. Dem zuweisen. Ah, die sieht schon neu an. Okay. Ich habe jetzt auch 16 Felder. Jetzt überall Mauern hin, weil ist oh, was mache ich, wenn mein Stein jetzt da gleich leer ist? Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Cool. Hey. Hat sogar geklappt. Otto der Große hat mir 500 Holzeinheiten und 500 Steine. Geht das nochmal? Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Oh, schau. Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Ah, doch, Holz hat er mir gegeben. Gib mir deine überschüssigen Ey, der hat nichts mehr für mich. Schade, ich habe nichts mehr für sie übrig. Was ist eigentlich eins? Ja. Ach so.
Ja. Und das ist ja. Zwei bestimmt nein. Oh, klar. Ich brauche was zu essen. Ein bisschen Holz, bitte. Ich brauche was zu essen. Nein! Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. In welchem Zeitalter befindest du dich? Gleich in der Ritterzeit. Ich auch gleich. Ich halt mal. Wurde hier nämlich voll fies angegriffen. Ja, ich zum Glück noch nicht. Jetzt kommen die Blauen da schon mit Tribokon, könnte vergessen. Sie baut wieder rundherum Mauer. Ja, ganz bestimmt. Nein, die Tür schon wieder voll. Blauen sollen wir ja vom Leib bleiben, was ist weg hier? Aber in den Übergang zu mir muss dann ein Dings bauen, ein Tor. Ja, ich habe überall ein Tor, ich habe das Tor wieder zugemacht. Ich will halt sagen, dann mach ich's wieder. Nee, tu mal, brauchst doch bei meiner Seite nichts, ich hab eh hier. Ich hab mich hier ja ein bisschen abgesichert. Ach, der ist dumm. So, unter dir drauf, Tempel. Danke, Blauer, dass du meine Map erkundest. Schon hab ich eigentlich auch irgendwo. Ah, hier sind ja Schäfer, Blaue. Die sind aber irgendwie alle untergegangen, so wie ich das sehe. Oder nee, die fangen Fische. Kann ich auch einen Hafen bauen? Ja. Du sollst einen Hafen bauen. Wo geht das denn? Dorfzentrum, Marktplatz, Kloster. Oh, ich baue mal ein Kloster. Und wie baue ich jetzt so ein Da, ja, Hafen. Wo muss der hin? Soll ja, ins Wasser. Du musst schon ans Wasser bauen, Hafen. Ach, wie. Wie viele Leute habt ihr? 83. 68. Was ist jetzt denn passiert? Achso, ich hab das Kloster gebaut. Kann man da jetzt mitmachen? Ein Mönch. Oh, hier steht jetzt ein Mönch. Irgendwie ist das so ruhig bei mir, das gefällt mir gar nicht. Also ich kenne das Spiel nicht, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Die brüten was aus da. Aber bei mir ist ja bis jetzt auch noch nichts passiert. Ah, ist ein bisschen komisch. Hauptsache der Kobold siedelt sich da wieder ein. Alter, gehen da jetzt 7 Leute hin und bauen so ein Haus. Dann ist es doch ganz schnell fertig, wetten? Dann gib mir mal die. Fein ein bisschen aufwühlen. So. Wir werden hier schon wieder abgemetzelt. Metzeln, töten, killen. Einer durchheben. Und ab auf dem Hafen. Transportschiff, das kommt gleich weg da.
wenn sie mich gleich wieder zurück angreifen. Wahrscheinlich. Was kann man mit den Leuten denn noch alles machen? Ja, du kannst den Baum mal fällen. Ja. Okay, der Blaue kommt jetzt zu mir und der B-Miner, was will er da? Ja, wo, wie? Der Blaue ist unser Verbündeter. Nur der will bei euch auch ein paar Sachen bauen. Wahrscheinlich. Wo ist er denn? Du willst zu den Feinden runter. Ich hab jetzt einen Hafen gebaut, Fischkutter. Ich baue jetzt Schiffe. Was will der Blaue da? Elite-Planker. Der dumme Blaue lässt die Feinde in mein Reich. Da ist eine Goldmine. Solange sie nicht noch Kobold schon in Beschlag genommen hat. Was brauche ich denn? Imperialzeit vorausschreiten. Na, Kosten. Wann kriege ich das? Achso, dauert noch ein bisschen. Und wie viele Bewohner habt ihr? 99. 64. 91. Kobold muss natürlich wieder angeben. Ach, das muss er doch immer. Okay, Blauen geht ran. Blauen, ich unterstütze euch ein wenig. Wer, wo, wie? Ach, die Blauen bei den Feinden. Alina baut über den Weg. So. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Leuten machen soll. Ja, Holzfäller, viele. Oh ja, sieht man. Kommen wir da nicht durch. Das brauchen die sich gar nicht einfallen lassen hier. Ey, was hat der Blaue bei mir da abgeholt? Marktkahn. Ja, die holen die ganze Zeit Marktkahn raus. Was soll das? Ja, kenn ich sie ja. Kannst du auch zu Sinne schicken. Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Hehe. Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Ich hab jetzt einen Handelskogge. Auch ein Kriegsschiff. Hauptsache die Blaue marschieren durch Alina, durch mich. Ja, hat sie jetzt gleich ausmarschiert hier. Ja, mir ist egal, sollen sie marschieren. Ja. Soll ich ein Dorfzentrum bauen? Noch eins? Bringt das was? Bringt das was, noch ein Dorfzentrum zu bauen? Ja, du kannst mehr Dorfbewohner schaffen, mehr bringt's ja auch nicht. Was kann man denn dann noch so schönes bauen? Universität, ja, die baue ich mal. Dann kann ich, glaube ich, erst dann aufstocken oder so, ne? Ich habe 108 Dorfbewohner. Ich habe nur 70. So, ihr roten Kanaken, was wollt ihr machen?
Ja, das hab ich mir gedacht, du. Putzpiepe, das lasse ich aber nicht zu. Ja, was ist jetzt denn passiert? Achso, ich habe eine Universität gebaut. Wer ist gestorben? Ich nicht. Was sind ein Pekinier? Was ist denn Ballistik oder so? Genau, es steht eh immer, was es macht. Stimmt. Oh, ich habe jetzt 116 Leute. 117. Habt ihr auch so viele Ritter? Nö. Jo. Ich guck mal bei euch. Na klar, dass Kobold wieder ja sagt. Wo hat Edge, wirft ihr denn seine ganzen Ritter? Meine stehen vor der Kaserne. Meine stehen vor meinen. Ich hab jetzt eh auf Wasser. Du hast Langschwertkämpfer, aber keine Ritter. Was habe ich? Langschwertkämpfer? Ja. Du hast Langschwertkämpfer und Pfenia. Ja, wie macht man den Ritter? Ritter sind, die machst du im Stall, das sind mit Pferde. Okay, ja, so einen Stall kann ich glaube ich noch nicht bauen, oder? Nein, glaube ich nicht. Hast du hier eine Schießanlage, Stall, doch da. Kann man, was bringt eine Schießanlage? Bau ich einfach mal. Bogenschütze. Palisaden, Außenposten, Tor, Burg, Beobachtungsturm, Waffenschmied. Und dann baue ich, glaube ich, noch einen Beobachtungsturm. Das sieht lustig aus. Viel Spaß. Kann ich den wieder aufstocken? Wenn ich genug Nahrung habe. Oh, ich habe kein Holz mehr. Eine Scheiße. Ah, der Kobold steht doch bei mir herum. Machst du da Kobold? Was macht denn eins? Leichte Artillerieeinheit. Ach so, okay. Ach, bist du etwa zu den Roten oder wie oder was? So hat er sich das wahrscheinlich irgendwie vorgestellt. Toll, es ist also eine Frau gestorben. Was bist du für eine Farbe, LB? Gelb? Nee. Warte, nee, wo steht das? Ja, die Farbe gelb, ja. Gelb. Ja, aber die müssen die Frauen auch hacken hier, wie Bilder. Schön. So gehört sie sehr. Ja. Die lasse ich jetzt sterben, die will nichts mehr machen. Ich brauch Holz, ey. Jetzt macht mal ein bisschen Holz da hin.
mir deine überschüssigen Rohstoffe. Roter Holz. Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Ich brauche was zu essen. Ein bisschen Holz, ein bisschen Gold, bitte. Ich brauche ein paar Steine. Ah! Lang lebe der König! Wie viele Einwohner habt ihr? 180. 150. Ich darf das gar nicht mehr dran. Oh, auf jeden Fall mehr Holz. Oh, ich hab jetzt ein Pferd. Oh. Deine überschüssigen Rohstoffe. Also mich könnten die gerne mal angreifen, damit es nicht so langweilig ist, aber... Da kann ja meine Oma noch besser kämpfen. Was ist denn ein Sammelpunkt, wo sich neu gewünschte Einheiten sammeln? Ah, okay, machen wir das da. Oh, die geben schon auf, die Schlappschwänze da. Wer war das jetzt? Bei mir greift gar keiner an, oder? Nee, wer das jetzt war? Rot oder was? Nee, grau. Achso, da unten? Ja. Bei mir hat noch gar keiner angegriffen. Ja, ich hab sie angegriffen, nicht dämlich. Dann gehen wir halt weiter runter zu Rot. So, alle mal raus hier. Ich bin immer noch in der Wetterzeit.
Tina, könntest du zwischen unseren zwei Dingern mal wenigstens eine Mauer machen? Was? Könntest du mal wenigstens eine Mauer hier irgendwo, eine Tor hier irgendwo reinmachen? Da ist doch ein Tor. Ja, da müssen die über das Wasser laufen, juhu. Und sich alles staut. Hä? Zwischen uns beiden hast du eine Mauer gezogen. Ja, da ist aber überall ein Tor dran. Wo siehst du da ein Tor? Ja, weil ich das zu hab. Guck mal da, wo meine Tribogen sind. Die komplette Mauer hat ein Tor. Wo sind da Tribogen? Oben an deiner Mauer. Ja, ist doch offen. Ja, wo ist denn da ein Tor? Ach da, da oben ist keins. Ja, siehste. Warte. Ist schön eingebaut hier oben. Ja, ja, ich mach schon. Jetzt bin ich in der Imperialzeit. Geht's noch höher? Nee, höher als Imperialzeit geht nicht. Greifen mich auch mal welche an, gerade ist voll langweilig irgendwie. Jetzt habe ich wieder kein Holz, ey. Oh, der gerade einen Durchgang geholt. Ja, mit dem Bogen komme ich nicht. Okay, bis diese Bogen jetzt aufgebaut sind, ist das doch auch schon weg. Oh ne, gibt's ja mehr. Soll ich mal vielleicht so einen Zaun bauen oder so? Alter, was ist denn, warum sind hier so viele blaue? Und hier kommen ganz viele Wagen rüber und was ist das? So, Kobold, du kannst reinkommen. Wer sind die blauen? Otto der Große. Ja, das bin ich ja. Hatte schon mal die blauen über mir. Kobold, komm unten zu den Roten rein. Jo. Die sind eh gleich. Wie viele Leute habt ihr schon? Da leben eh nicht mehr viele da. Wie viele Leute habt ihr schon? 105. 185. 136. 185. Ich brauche nicht viele Leute, es geht auch mit wenigen. Ja. Ich habe jetzt einfach immer drauf geklickt. Ah, da kann ich mal Federn machen. Man braucht nicht 100.000 Leute. Ja, 100.000 nicht, aber 500.000. Sind da mehr, aber egal. Was? Angriff auf die Mauer. Jetzt fangen die da auch an durchzugehen. Wo sind denn vielleicht Feinde, die ich mal angreifen könnte? Schau auf der Karte da unten, wo ich dir markiere. Ah, wer macht hier denn gerade was? Ich und Kobold. Wer ist für den Kobold? Ja, ich und Kobold, habe ich gesagt. Kämpft ihr gegeneinander oder wie? Nee, miteinander gegen die Feinde. Okay, ich komm dazu. Ich glaube, da wirst nicht mehr weit kommen. Nee, ich glaube nicht. Ah, doch, da unten, da sind noch eine Burg. Das blöde Tor wird wohl gar kaputt gehen da gleich. Vielleicht sollte ich auch mal so ein Tor bauen, wie das angemessen. So, endlich ist Tor kaputt. Ja, dann gehe ich auch mal da runter. Ja, ich nicht. Die überflüssig gleich. Gerade mal nur so, dass man sieht, dass ich auch was getan habe. Genau.
Und dann kann mich nämlich jemand angreifen und dann kann ich mich noch verteidigen. Dich wird keiner mehr angreifen. Die Roten sind voll unter Beschuss mit von mir und Kobold. Achso, sonst kein anderer greift an. Ja, dann komm ich da auch noch hin. Nee, ich glaube nicht, dass du noch hinkommst. Pöh. Hab ich einen Kamelreiter gemacht, was für ein Schrott. Ne, die sind auf Blattberg unten, da gibt's fast keine Roten mehr. Die Rotte, ich und Kobold schon. Ah, aber meine sind schon da, schon. Haben wir dann gleich gewonnen, oder wie? Ja. Ich hab noch nie mal gekämpft irgendwie, aber egal. Kobold mit seinen Tribok. Sind da noch welche? Ja, echt hier. Ah, da hinten ist noch eine Burg. Zeig nicht mit dem Ding auf mich. Verdammt. Hey, schlag mich doch. Das klang total schwul. Hat auch was gegeben. Ist das denn jetzt? Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Errungenschaft erzielt, irgendwie erster Sieg und so. Jetzt musst du gehen oben auf laufendes Spiel beenden. Und dann siehst du, was wir da alles so gemacht haben. Die Statistiken. Militär 0. Wer du? Nein, B. Okay. Wo steht das? Errungenschaft muss gehen. Anstatt Spiel beenden, Errungenschaften. Militär, was heißt Militär 0? Ja, unten steht die Militär sind 20% von Rohstoffwertkosten aller feindlichen Einheiten. Also du hast kein einziges Kriegseinheit gehabt. Ah, okay. Gesellschaft 0. Guck mal, ich war der Schlechteste. Ich der Beste. Abgerissene Beute, getötete Einheit. Hauptsache ich bin als letztes in die Dingszeit, in die... Wie heißt sie denn? Imperialzeit. Das war nur 1 Stunde 35. Ja, nicht echt? Ganz. Ist ja nicht reale Zeit. Ja, ich meine Spielzeit. Mhm. So, da haben wir Steine, haben wir. Handelsgewinn. Also wie lange habe ich das denn jetzt schon gespielt? Das könnten wir ja dann mal nachgucken. Das siehst du ja dann direkt unter Steam. Ha, ich habe gesammelt den Nahrung am meisten. Ich habe das erste Mal Technologie am meisten. Mhm. Ganz was Neues. Na, ich habe diesmal relativ wenig. Das war so blöd, weil ich am Anfang gleich angegriffen worden bin. Ob der Kobold hatte 140 Dorfbewohner. Ich hatte am wenigsten. Mhm. Oh, ich mach dann mal für heute aus. Mach das. Bis morgen. Okay, ciao. User disconnected from your channel. Gut, dann schauen wir uns das nochmal an. Oh. Sieht auch nicht schlecht aus. Mit Dorfbewohner. Was? Wo siehst du denn mit die Dorfbewohner? Achso, da ist die Gesellschaft. Gesellschaft. Ja, super, dann war's das.